Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen OMSI 2 Video. Heute geht's um einen weiteren DLC, der hier frisch erschienen ist. Und zwar handelt es sich hierbei um den Digibus Phantom von V3D. Dieser ist, wie gesagt, heute am 2.4.2020 veröffentlicht worden. Kostet 9,99 € auf Steam, könnt ihr euch denn separat natürlich kaufen, wenn ihr das möchtet. Wir werden uns diesen ganzen Bus heute mal anschauen auf der Karte Yorkshire, keine Ahnung, wie sie gerade ausgesprochen wird. Denke mal, das wird eine ganz witzige Fahrt hier. Ihr wisst ja, so englische Fahrten können ein bisschen sehr interessant werden tatsächlich. Von daher lassen wir uns also dementsprechend so ein bisschen überraschen, was uns hier erwartet. Als erstes wollen wir uns natürlich das Busmodell mal so ein bisschen anschauen und wir sehen, das ist eigentlich ein relativ hübscher Bus. Ich meine, gerade zu Corona-Zeiten ist der Bus eigentlich nicht ideal, oder? Die haben ja wirklich bloß diesen einen Einstieg hier. Also die müssen halt immer am Fahrer echt vorbei. Also das ist schon ein bisschen blöd. Also eine Tür haben wir hier dementsprechend, ja, schön sauber gearbeitet, detailliert gearbeitet. Ja, wir sind hier sogar auf dem Reifen, könnte man hier die ganzen Daten hier zum Beispiel lesen. Also das ist ja schon fantastisch. Und sonst alles wirklich wunderschön. Hier sehen wir auch nochmal Digibus Phantom. Dagegen habe ich absolut nichts, ja. Wenn sowas denn drauf ist, irgendwo klein, pfaff, okay. Sehen wir sonst hier hinten noch eine hintere Kamera, ich glaube, soll das sein. Hier ist ein Doppelstockbus und eigentlich ein recht hübsches Modell. Da kann man absolut nichts dagegen sagen. Ja, wenn wir uns jetzt auch mal reinsetzen, die F1-Taste hier gedrückt, sehen wir hier auch schön aufgeräumt alles. Also so muss das Ganze dementsprechend sein, ja, dass wir hier uns so ein bisschen wohlfühlen hier halt. Hier auch nochmal so eine kleine Danksagung hier. Thank you so much for purchasing this bus and helping to preserve buses for future generations. Man soll hier noch irgendwie see manual for details. Ja, habe ich bis dato nicht gefunden. Ich finde hier keine, ja, kein Manual, ja, also keine Anleitung. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich habe im Hauptordner von OMSI nachgeguckt, auch bei Steam ist nichts hinterlegt worden. Das ist ein bisschen schade. Sonst, wie gesagt, hier haben wir Möglichkeit, natürlich hier Fenster zu öffnen. Ja, und ja, sonst haben wir hier so eine kleine Kasse. Und ja, was hier natürlich ein bisschen auffällt, ist, dass wir hier dementsprechend jetzt nichts Elektronisches haben. Also das sind hier Zielzugbänder, die wir hier haben. Wir müssen das manuell alles einstellen. Das ist natürlich ein bisschen schade, ja. Die Knöpfe hier zum Beispiel, die haben keine Funktion, die funktionieren nicht. Das müssen wir, wie gesagt, manuell machen mit der Bild-Auf- und Bild-Ab-Taste. Aber ich denke mal, das soll uns jetzt nicht stören. Sonst, wie gesagt, hier alles schön aufgeräumt. Ne? Hier sehen wir auch zum Beispiel, wie Heikelhöhe, 4,16 Meter, 13,8 Zoll oder müsste das jetzt sein. Hier unten die Temperaturanzeige. Ja, wie gesagt, die Türen gehen auf und zu. Und sonst die Kasse recht übersichtlich halt auch, ja, dass wir hier wirklich dann sehen, wie das Ganze hier dementsprechend Ticketverkauf ist. Sonst, wenn wir jetzt mal hier in den Fahrgastraum gehen, auch hier wirklich schön gearbeitet alles. Also hier ist wirklich kein Manko. Ja, das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus hier alles. Wir können hier die Fenster natürlich auf und zu machen. Ne? Also auch das klappt hier alles. Wir haben hier natürlich verschiedene Positionen. Hier sehen wir zum Beispiel Seating-Kapazität 77, Upper Salon 48, Lower Salon 29 und Standing sind 8 Plätze. Und sonst haben wir hier Passengers must not stand forward auf das Notiz, also davor stehen und so weiter. Und hier haben wir auch nochmal so ein kleines Freedom Remember no ticket, no travel. Also auch nochmal ein bisschen was zum Lesen und das ist alles wirklich halt relativ hübsch. Hier oben können wir auch sitzen, ne, falls ihr mal oben rausgucken wollt, Bus Stopping, auch hier weitere Schilder von V3D. Also hier muss man wirklich sagen, das ist eigentlich ein wunderschöner Bus. Fährt sich auch sehr angenehm. Wie gesagt, werden wir jetzt gleich sehen. Und ja. Hier weiß ich nicht, ob das so gewollt ist. Das sieht halt nur hier so aus, als ob hier irgendwie was sich überschneidet hier an diesen beiden Sachen hier, weil das ist höher als das hier. Aber da wird es vielleicht noch ein Patch geben. Der Masterbus hat jetzt übrigens auch ein Patch bekommen. Endlich. So, wollen wir uns mal hier ransetzen und wollen mal so tun, als ob wir Busfahrer sind. Und von daher fahren wir heute die Linie 17 von Peak District. 12:01 Uhr ist hier Abfahrt nach
Grahamstown/Horsted/Sea. Ihr seht, ne, von 12.02 Uhr, 12.26 Uhr ist Ankunft, also heute keine allzu lange Tour. Hilfspfeile sind dementsprechend halt auch schon da, ne? Da sehen wir sie zum Beispiel 17a. Und ja, lassen wir uns dementsprechend jetzt mal überraschen. 17a, 17a. Das passt schon alles. Also unser erster Halt wäre jetzt hier, sehen wir hier Peak District, ne? Das ist halt auch unser erster Start hier, Peak District. Des Weiteren, wie gesagt, wenn ihr jetzt den Bus natürlich jetzt manuell schildern müsst, ja, könnt ihr hier die Klappe hochmachen. Und dann sehen wir zum Beispiel auch, denn wenn wir jetzt hier was schildern, warte mal, ich mache mal kurz mal den Bus an. Dann sollte das hier eigentlich, da sehen wir es, ne? Siehst du, 0, 2, 3. Das Einzige, was ich halt noch nicht rausgefunden habe, ist, wie man jetzt schildert, dass jetzt hier die Endhaltestellen da kommen. Also A, B, C, D, E und so weiter und so fort. Wir können es ja nicht beschleunigen. Deswegen werden wir das Ganze jetzt manuell machen. Wenn jetzt hier sagen, die 17 nach Grahamstown, so, da haben wir das jetzt praktisch jetzt eingestellt. Und ja. Coast Hopper Grahamstown. So sieht das Ganze aus. Also wirklich ein schöner Bus. Für 9,99 €. Wie gesagt, Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung selbstverständlich rein. Und wir starten jetzt mal. Ich bin mal gespannt, wie euch die Fahrt gefällt. Ich werde jetzt nur noch schnell meinen Track IR nochmal starten. Das sollte jetzt halt dementsprechend auch passen. Gerade hier so englische Touren muss ich wahrscheinlich viel gucken. Ja, dass das Ganze dementsprechend passt. So, das können wir hier zumachen. Und ja. So, muss nur ein bisschen nach dem Ton gucken, dass der Ton nicht zu laut ist, aber ihr auch genug vom Ton hört. So, dann lassen wir sie einsteigen, die Fahrgäste. Hey, Driver. Hello. Hey, Driver. Yes, of course. So, wir haben jetzt 12 Uhr, was hatte ich gesagt? 12.01 Uhr ist Abfahrt. 12.02 Uhr, dann machen wir hier. Machen wir 9.50 Uhr. 9.50 Uhr, bitte, danke. So, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt, wie gut die Performance auf dieser Karte ist. Also ich habe schon lange keine Karte mehr wirklich gespielt, diese so schöne Performance hat, kaum Nachladeruckler oder sowas, ja, die läuft halt wirklich wie eine Eins. Da sehen wir auch, der Fahrgast steckt nach oben, ja, setzt sich hin, großartig. Also das läuft schon, das ist eigentlich ein schöner Bus, das ist ein älteres Modell. Ich habe mir auch mal kurz mal so das Ganze mal rausgesucht. Der Digibus Phantom basiert auf der Hochbodenausführung des Optar Spectra, die 1992 erstmals auf britischen Straßen erschien und eine moderne Weiterentwicklung des MCW Metrobus darstellt. Optar, ein Teil von United Buses, The Bus, einschließlich DAF und BOVA, erwarb die Rechte an dem 15 Jahre alten Design von der jetzt nicht mehr existierenden Firma Metro Camel Rayman. Der Spectra wurde bis etwa 94 ausschließlich auf dem DAF DB 250 RS Chassis verkauft und danach anderen Karosseriebauern wie Alexander oder Northern Counties zur Verfügung gestellt. Also hier hinten heißt es nicht FAF, sondern es heißt wirklich DAF. Ich war mir jetzt nur nicht sicher gewesen, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas falsch erzähle. Also das soll hier hinten halt wirklich DAF sein. Mit dem DB 250 RSLF wurde das Design 1998 als erster Niederflurbus Großbritanniens neu aufgelegt. Er wurde in großen Mengen an Stammkunden wie Arriva, Reading Buses und Wills in Dorset verkauft. Die Produktion wurde fortgesetzt, bis die letzten Exemplare 2005 die Produktionshallen verließen. Aufgrund strenger Emissionsvorschriften vieler Städte sowie der Einführung emissionsarmer Zonen wurden die meisten Modelle aus dem öffentlichen Dienst genommen. Einige Busse wurden von leidenschaftlichen Enthusiasten vom Schrottplatz gerettet. So steht es bei Steam drin. Ja, mal schon eine kleine Einführung, finde ich super sowas.
dass man halt auch ein bisschen informieren kann. So, dann können wir jetzt auch losfahren. Ja, ich habe auch geguckt, wir passen da durch, zeige ich euch. Wir passen ohne Probleme durch hier. Ja? Auch jetzt gedacht, es könnte ein bisschen eng werden, aber ist nicht. Wo stand der jetzt in 40? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Guckt euch diese Performance an, ey, Wahnsinn. Und das sieht dazu auch noch extrem hübsch aus, ja. Läuft ja heute. Sportschuhe mitgenommen. Großartig. Der Linksabbieg ist aber auch schwer hier. So, kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Oh Gott, ist kalt an hier. Oh, guck mal, ist kalt hier. Hier schnell mal. Seaford Station. Hello. Good day, driver. So, Seaford-Promenade, hier müssen wir mal ganz drücken. 12:07 sollen wir eigentlich hier sein. Aber ein bisschen zu früh. Aber guckt euch diese Karte an. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass ich so englische Karten ja schon mal so ein bisschen gefahren bin. Ja, haben wir schon so ein bisschen auf dem Kanal gehabt. Aber irgendwie kommt mir diese Karte absolut nicht bekannt vor. Aber ich habe sie drauf irgendwie. Der Bus liefert übrigens keine Karten mit. Ja, also ihr braucht natürlich eine englische Karte, um halt ja, mit diesem Bus fahren zu können. Das ist ein bisschen tricky, da irgendwas zu finden. Aber wenn laut Google, ja, also wenn ihr da mal Google fragt, dann kommt ihr auch zu ein paar Links, ja, auf englische Strecken.
Der DLC, der ja nun schon seit 3 Jahren versprochen wurde, der, ja, da brauchen wir uns wahrscheinlich nicht weiter unterhalten darüber. Der wird wohl nicht mehr kommen. So, wollen wir mal weiterfahren. Also das ist wirklich eine schöne Karte, halt, wenn man das Ganze halt mit diesem Bus jetzt hier noch verbindet, ja. Yorkshire. Ich werde es unten halt in die Kommentare posten, wie die Karte heißt, ne. Das Problem ist, Null und Ding weiß ich jetzt gar nicht, wo ich den jetzt hierher hatte. Schild. Also die Stange fehlt. Oh my God. Not serious. Man, that's a bad driver. Der ist wirklich ein bad driver, ja? Kann nur über die Stelle erfahren, was soll ich machen? Diese Hogel, die habe ich hier nicht hingebaut. Good day, driver. Good day. Ist auch der erste Bus von V3D, der es in den Steam Workshop geschafft hat. Ich habe nachgeguckt, ob er schon weitere Busse vielleicht schon für Omsi gebaut hat. Also jetzt als Payware Add-on. Also das ist der erste Bus, den es von V3D, denn wie gesagt, jetzt hier auch auf Steam gibt. So, jetzt müssen wir natürlich wieder zurück. Das ist nämlich Sackgasse. Ja, vielleicht bin ich zu schnell hier. Zu schnell über die Hucke fahre, dass sie sich deswegen vielleicht beschweren.
mate. So, wir sind jetzt am Pier wieder. 12.11 Uhr. Oh, das passt sogar. Eine Verfrühung, ne? Sag, warum wartet ihr? Wir haben Grün. So, das ist jetzt hier nicht unsere Haltestelle. Telefon! Mit Hitzball kann ich nichts dran ändern. Warte mal, wir sind jetzt falsch gefahren, kann das sein? Ja, natürlich sind wir falsch gefahren. Das müssen wir schnell aushebeln. Ah, wir sind einmal schon abgefahren hier, dann verfahre ich mich trotzdem. Kam die Stelle nämlich gerade überhaupt nicht bekannt vor. Da ist die Straße hier relativ breit. Jesus, ja, es tut mir leid. Achso, ich war ja falsch. Ja, irgendwann kommt man immer wieder so in diesen alten Rhythmus rein. Hier.
So. 12:14 Uhr, eine Minute Verspätung. Jetzt durch unser schräges Fahren hier. Ihr habt ja gesehen, die Rückfahrkamera funktioniert also auch, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Bus. Das müssen wir mal lassen. Jesus, Gav, what the hell's going on with your driving? Ja, so sieht's also aus. Wie gesagt, gerne in die Kommentare, ob das was für euch wäre. Hm. 12:18 Uhr, Busstopp. Ja, wir haben unsere Verspätung noch nicht für 100% raus. Geschafft. Ärgerlich. Hat uns jetzt bestimmt ein bisschen Zeit jetzt ja, gut gemacht, wenn wir das jetzt geschafft hätten. Aber da grün ist, wenn wir leider keinen Grün bekommen. Fahrbar.
Ja, also ich muss sagen, ich finde, es ist ein klasse DLC geworden. Wie gesagt, für 9,99 €. Da kann man jetzt auch nicht allzu viel falsch machen. Wie gesagt, halt schwierig wird es hier eher an brauchbare Strecken tatsächlich zu kommen. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe sie gefunden. Yorkshire ist eine absolut schöne Karte, hat eine sehr gute Performance. Man muss natürlich immer ein bisschen Performance jetzt abziehen, wenn ich das Ganze halt separat und mit dem gleichen Rechner aufnehme. Ne? Aber so schön gebaut, irgendwie gefühlt mit sehr, sehr viel Liebe gebaut. Auch so die ganzen Pflanzen und alles, was hier gesetzt sind, all das ist schon... Ja, also das ist auf jeden Fall eine Strecke, wo man so englische Busse auf jeden Fall fahren lassen kann, finde ich persönlich. Und von daher muss ich auch sagen, finde ich den Bus echt hübsch. Echt, echt hübsch. Hello, is it me you're looking for? So, ja, von Dead Turn Right. Meine Güte, jetzt sind wir falsch gefahren. Joa, fahren wir erstmal hier lang. Jetzt hoffentlich keine Übel. Ich muss Bus leiden. Genau, hier war ich nicht gewesen. Felix Avenue, alles klar. Jesus, Gamble, what the hell's going on with your driving?
und ja, sind jetzt an der Endhaltestelle angekommen hier. Also es ist eine fantastische Karte, wirklich. Wenn man sich noch ein bisschen einspielt, dann weiß man auch, wo man hinfahren muss. Aber mit Abstand eine der besten Karten, englischen Karten, die ich bis jetzt gefahren bin. Und es waren jetzt zwei oder drei an der Zahl jetzt. Und da muss ich wirklich sagen, also die Karte, die gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, der Bus, wundervoll, fährt sich sehr angenehm. Hat einen schönen Sound, meiner Meinung nach. Und dass er loshört, ja. Da kann man nichts sagen. Fährt sich sehr, sehr anständig, ja, nicht so schwammig und alles sowas, ja. Du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du jetzt einen Doppeldecker fährst oder sowas. Also von daher muss ich wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Add-on geworden, also DLC jetzt hier, der Bus. So, alles aussteigen. Zu spät einmal, alles klar, einmal zu spät. Ja, das ist er auf jeden Fall. Das ist der Digibus Phantom. Gerne könnt ihr eure Meinung dazu posten, was ihr davon so haltet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt so, ja, bin überrascht. Aber wahrscheinlich bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht über die Strecke, weil ich sie halt einfach nicht gefahren bin. Noch nie. Dass das eine so schöne Strecke ist. Und ja, ich werde jetzt hier noch schnell meine Kamera positionieren hier, damit ich jetzt hier noch ein schönes Thumbnail hinbekomme. Und ihr könnt gerne ja, in die Kommentare posten, wie euch ja, der Bus gefällt. Ja, ist es 9,99 Euro wert oder sagt ihr so absolut gar nicht? Ja, dann wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part hier wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge. Ich freue mich natürlich und bedanke mich, dass ihr dabei wart. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal.